Du hast eine Idee, aber nicht das Geld für die Umsetzung? Bei Mein Ding kannst du 10.000 Euro für dein Projekt gewinnen. Bewirb dich jetzt! Sobald sie den Abschluss in der Tasche haben, zieht es viele junge Menschen ins Ausland. Work and Travel, Au-pair, Freiwilligendienst. Die Möglichkeiten sind beinahe so vielfältig wie die zur Auswahl stehenden Länder. Trotzdem geben oft die aktuellen Trendländer die Reiseroute der Jugendlichen vor. Also ich gucke gerade nach Work-and-Travel-Angeboten und da bieten sich Kanada, Australien und Neuseeland an. Ich würde am liebsten eigentlich nach Australien oder Neuseeland. Australien wahrscheinlich. In Neuseeland. Ich würde am liebsten nach Neuseeland gehen. Doch warum sind genau diese Länder gerade so in? Mich fasziniert die Landschaft extrem, die ist übel schön. Und gerade, dass man halt Berge und Meer hat, finde ich voll cool. Weil es einfach da ist, ein Arbeitsvisum zu bekommen. Ich finde die Strände toll, die Tierwelt ist mal ein bisschen anders und ja, ist mal ein bisschen anders als in Deutschland. Und was gehört zum Trip nach Australien oder Neuseeland unbedingt dazu? So eine kleine Safari-Tour. In Sydney das Opernhaus mal anschauen. Wandern. Ich finde Surfen, also Windsurfen oder so, sollte man auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Auch die Reiseveranstalter bestätigen, dass es die Jugendlichen noch immer verstärkt nach Australien und Neuseeland zieht. Doch vielleicht bekommen die beiden Standardländer bald exotische Konkurrenz. Gerade Japan ist auch im Kommen und sehr beliebt. Ich gehe mal davon aus, weil die Kultur halt anders ist als im europäischen Raum und die Sprache einfach faszinierend ist. Jana Bürczek ist 10 Monate lang in eine japanische Schule gegangen. Ich war weit weg von zu Hause und hatte eine komplett neue Kultur, eine ganz andere Sprache, einen komplett anderen Essenskreis und die Mentalität der Leute ist total anders. Gerade deshalb würde sie auch anderen jungen Menschen einen Japan-Aufenthalt ans Herz legen. Weil es die Persönlichkeit formt, sich mal komplett auf was ganz anderes eingelassen zu haben, die Komfortzone verlassen zu haben und zu sagen, ich traue mich jetzt was. Egal ob exotischer Inselstaat oder Sprachreise nach New York. Jedes Land bietet seine ganz eigenen Abenteuer.